So, jetzt gucken wir gerade noch hier. Irgendwo kommt ja hier das Sonnenlicht an. Oh, ich wollte gerade sagen, wie soll ich da rüberkommen? Soll ich springen oder? Sehr gut. Müssen wir wohl fighten. Komm, den fighten wir. Habe ich auf jeden Fall ein geiles Schild bekommen. Das Herz ist der stärkste Muskel. Direkt vergiftet. Sehr gut. Ein bisschen schwindlig. So, Heilung an Braum. Und zwar am besten kritische. Aber wobei lieber zweimal schnell. Das ist nämlich Braum Dead. Schlag sie nieder. Das ist nicht gut. Oh, Yasu. Feuer heilen sollen. Schild wird mir nichts bringen, ne? Nächstes Mal hilft Braum dir. Alter. Das ist so böse, ey. Holy moly. Lange her. Dass ich ganz außer Atem bin. Das Ende ist nah. Crit. Crit, 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 crit. Los, kritte mal. Ja. Oh, nicht ganz. Na, Prom hätte ja auch mal kritten können. Hat trotzdem gereicht. Weiter zum nächsten. So, Braum kriegt jetzt, glaube ich, erstmal ein größeres Schild. So, ist aber schon ein bisschen knackiger, ne? Das Ganze. So. Braum. Oh, 90 Leben. Holy. So, Leben haben wir auf jeden Fall beim Prom genug. So, die lassen wir auf Angriff. Angriff, das machen wir auf jeden Fall. Da brauchen wir auf jeden Fall Yasu. Yasu braucht immer Angriff. Nö, nö. Leben, nö. Wobei, es sind 60 Leben mehr, ne? Werden. 60 Leben für 8 Stärke. Okay, aber Hast geht auch 80 runter. Nee, lass mal so. Lass mal so. So, speichern. Nicht vergessen. Speichern, speichern. Ja, wir wollen nicht übertreiben. Aber das hat auf jeden Fall gelohnt, glaube ich. Können wir nämlich hier rüber gehen. So, stopp. Bevor wir jetzt hier nochmal fighten. So. Braum braucht einen Mana. Ah, wobei, nee, da hinten ist, glaube ich, eine Raststätte. Ja. Ah, wieder was vergeigt. Aber es ist schlimm.
Überhaupt nicht schlimm. Rasten, rasten, rasten. Eine Vision? Nein, nur Meditation. Als Verkünderin der Wahrheit bin ich eng mit Nagakaburos verbunden. Ihr Wille ist meiner und ich begrüße den Fluss meines Schicksals. Doch manchmal wird mir die Pflicht zu viel. Und ich muss mich einen Augenblick ausruhen. Hast du dir verdient. Wie wäre es mit einer Geschichte? Hat Braum dir schon erzählt, wie er gegen den feuerspeienden Drachen unter dem Winterstachelgebirge gekämpft hat? Sein Hauch bohrte sich durch den Frost und schnitt riesige Flussläufe in das Eis. Hast du für jede Gelegenheit eine Geschichte? Ja. Ha, was soll ich sagen? Braum hat viele Abenteuer erlebt. Na dann schieß los. Ich höre. Es geschah während des jahrelangen Schneesturms. Braum hatte gerade eine Lawine an einem kleinen Fischerdorf vorbeigelenkt. Ist klar, mit seinem Schild wahrscheinlich. Ist klar. So, 6 von 6, oder? Erst Versus. Es müsste ja eigentlich noch ein Bossfight kommen, oder?